Erster Auftritt des neu formierten Paares. Den Anfang werden machen Inga Rodionova, Alexander Anischenko aus Aserbaidschan. Völlig neu formiert dieses Paar. Laufen erst seit knapp 3 Monaten zusammen. Beachtlich, was die beiden in dieser kurzen Zeit schon auf die Reihe gebracht haben. Trotzdem stürzen sie im Kurzprogramm bei dem dreifachen Tuluk. Warten wir ab, wie es heute läuft. Schon jetzt noch der dreifache Wurf, Saicho. Gute Vorstellung bislang. Das Paar ist aus Aserbaidschan. Betrifft, können die beiden schon recht gut mithalten mit der europäischen Spitze. Allerdings die Verpackung, das Programm drumherum lässt noch zu wünschen übrig. Sehr unausgereift. Aber ich glaube, das ist recht verständlich. Nach nur 3 Monaten Training zusammen kann das noch nicht so eingespielt sein, wie es vielleicht hätte sein müssen. Aber zum Paarlauf gehört eben mehr als nur 2 gute Einzelläufer zusammenzustecken.
Andrea Rodionova, Alexander Anischenko. Erstaunlich, die Diskrepanz zwischen den technischen Schwierigkeiten und dem gesamten Auftreten. Das Programm war sehr unsauber, unausgereift. Nach Musik von Tschaikowski liefen sie hier ihr 4,5 Minuten dauerndes Programm. Der Trainer Wladimir Sacharow. In der Zeitlupe der dreifache Wurf Tulup. Ilya Rodionova, Alexander Anischenko. Bei der Hebung. Alexander Anischenko hatte einige Probleme, seine Partnerin in der Balance zu halten. Hier die Wertung